In dieser Fortbildungseinheit erhalten Sie wichtige Informationen zum Datenschutz und dessen praktischer Umsetzung im medizinischen Arbeitsumfeld. Aber keine Sorge, wir werden Sie nicht mit Paragraphen und Gesetzestexten erschlagen. Lassen Sie uns stattdessen verschiedene Charaktere in Ihrem beruflichen Alltag begleiten und lernen Sie auf diese Weise den Datenschutz von verschiedenen Blickwinkeln kennen. Neben der deutschen Rechtslage beschäftigen wir uns in dieser Einweisung auch mit dem Datenschutz in der Schweiz. Betrachten wir zunächst die Hauptdarsteller dieser Lektion. Lukas ist ein Patient, den wir heute durch mehrere Stationen im Gesundheitssystem begleiten dürfen. Er hat sich durch einen ungewöhnlichen Umstand seine Schulter verletzt und da dies sehr schmerzhaft ist, möchte er das bei einer befreundeten Ärztin, Svenja, abklären lassen. An welchen Punkten ergeben sich aus Ihrer Erfahrung im medizinischen Alltag die häufigsten rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit dem Thema Datenschutz? Also ich denke, die häufigsten rechtlichen Probleme sind eher eine praktische Frage. Und zwar in der praktischen Umsetzung. Was ich erlebe, ist die fehlende Sensibilität im Umgang mit den personenbezogenen Daten eines Patienten. Bezogen auf die Rechtmäßigkeit der Datenerfassung ist die Lage immer dann am einfachsten, wenn die Erhebung der Daten in einem Gesetz vorgeschrieben ist oder erlaubt wird. Ebenso ist die Erfassung immer dann erlaubt, wenn die Daten für die Erbringung von vertraglichen Leistungen notwendig sind. Während mit der Erhebung die simple Abfrage der Daten gemeint ist, bezeichnet die Verarbeitung alle weiteren Prozesse zur Speicherung der Informationen. Lassen Sie uns die bisherigen Inhalte in einem kurzen Quiz zusammenfassen. Svenja berichtet Martina von Lukas und der verletzten Schulter. Die Tür zum Empfangsbereich steht während der Übergabe offen und Susi hört interessiert zu. Wahrscheinlich haben sie erkannt, was in der vorherigen Situation nicht optimal gelaufen ist und auch in unserem beruflichen Alltag ein häufiges Problem darstellt. Martina hat sich das Passwort zum Entsperren des Notebooks in ihrem Algorithmenheftchen notiert, denn schließlich kann man sich ja nicht alles merken. Sie ahnen bereits die Gefahr, welche hier lauert. Das Rettungsteam hat mittlerweile das Krankenhaus erreicht und übergibt den Patienten soeben an Pascal, welcher die Betreuung von Lukas übernimmt. Während er die Schulter untersucht, entdeckt er in der Koje eine Mappe mit Patientenunterlagen, welche anscheinend seit der vorherigen Schicht dort liegen. Häufig wird Ihnen der Begriff Privacy by Design begegnen, was bedeutet, dass der Schutz der Daten durch technische Maßnahmen sichergestellt wird. Schauen wir als nächstes auf die Mail von Lukas, welcher darum bittet, seine Patientenakte zu löschen. Zunächst ist Svenja nach DSGVO zur Auskunft innerhalb von 30 Tagen verpflichtet. Wird das Bild eines Mitarbeiters auf der Homepage oder in den Social-Media-Kanälen des Arbeitgebers verwendet, so ist eine Einwilligung der abgebildeten Person erforderlich. Wie Sie sehen, bringt die DSGVO und der Datenschutz allgemein nicht nur viele Ansatzpunkte für Verbesserungen im Betrieb, sondern auch für Sie selbst konkrete Vorteile.